Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Die Ergebnisse der Landtagswahl am vergangenen Wochenende haben für Katerstimmung gesorgt. Während bei der CDU die Sektkorken geknallt haben, wurde bei der SPD ins Bier geweint und das auch bei den Parteien und Fraktionen in Duisburg. Großer Jubel bei der CDU in Duisburg. Auf der Wahlparty wird schon um 18 Uhr klar, was im Laufe des Abends immer deutlicher wurde. Die CDU hat das Rennen um Platz 1 gewonnen. Was in Duisburg traditionell schwieriger ist, hat man auf Landesebene geschafft. Für die neue CDU-Vorsitzende aus Duisburg, Petra Vogt, überwiegt die Freude über 35,7%. Die SPD wollte am Wahltag eigentlich einen Sieg feiern. Jetzt sprechen die Gesichter der Sozialdemokraten Bände. Das Ergebnis wird am Abend immer eindeutiger. 25,6%, das schlechteste Ergebnis der NRW-SPD. Auch in Duisburg verliert man. Dass die Landesergebnisse so weit von der CDU entfernt liegen, hätte hier keiner gedacht. Dennoch hat keine Partei es geschafft, der SPD in Duisburg den Rang abzulaufen. Auch nicht die Grünen mit ihren starken Duisburger Ergebnissen. Von unter 5 auf über 15%. Landesweit auf das beste Ergebnis in der Geschichte der Grünen, 18,2. 2 Wochen ist es jetzt her, dass sich eine Rockerbande und ein krimineller Clan auf dem Hamborner Altmarkt eine wilde Schießerei geliefert haben. Inzwischen ist zwar wieder Alltag eingekehrt im Duisburger Norden, aber der Straßenkrieg hat bleibende Spuren hinterlassen. Schüsse mitten in Hamborn. Am Abend des 4. Mai eskaliert ein Streit zwischen Rockern und Clanmitgliedern. Die Brutalität der Auseinandersetzung schockiert. Unmittelbar nach der Tat nimmt die Duisburger Polizei die Ermittlungen auf. Auch die Polizeipräsenz in Hamborn wird vorübergehend aufgestockt. Bei den Ermittlungen greift die Polizei auch auf mehrere Terabyte Videomaterial aus der Bevölkerung zurück. Stefan Hausch von der Duisburger Polizei erklärt den Stand der Ermittlungen. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass wir mittlerweile etwa 90 Personen identifizieren konnten, die auf diesen Filmen zu sehen sind. Jetzt geht es darum, genau hinzuschauen, ob Personen strafrechtlich relevant gehandelt haben. Und diese Bewertung läuft derzeit noch. Außerdem hat die Polizei Kameras auf dem Hamborner Altmarkt aufgestellt. Mit den Live-Bildern will die Duisburger Polizei in der Lage sein, schnell zu reagieren. Auch wer in Duisburg mit dem Fahrrad unterwegs ist, lebt gefährlich. Unsere Stadt gehört zu den traurigen Spitzenreitern bei tödlichen Unfällen von Radfahrern. In dieser Woche wurde der Opfer gedacht beim Ride of Silence. Am Karl-Lehr-Brückenzug ist die erste Station des Ride of Silence. Eine Gruppe Radfahrer gedenkt hier eines Unfallopfers. In weiß gekleidet fährt der Ride of Silence zu den weißen Fahrrädern in der Stadt, um zu gedenken, aber auch um aufmerksam zu machen. Der letzte Fahrradklimatest zeigt nämlich, in Duisburg gibt es noch viele Baustellen. Ende 2020 gab es den letzten Test. Da hat es Duisburg geschafft, auf Platz 40 der 40 größten Städte Deutschlands zu kommen. Da ist eigentlich jeder Kommentar überflüssig. Und vor allem die sicherheitsrelevanten Bereiche, Breite von Radwegen, Verkehrsführung, Führung des Radverkehrs an Baustellen, sind das, wo Duisburg, ja, bei einer guten Schulnote war es mal eine 5, eine 5,3. Einige haben auch eine knappe 6 vergeben. Zum Schluss ein Blick zur Duisburger Uni. Hier hat sich ein Teil des Campus in eine Art Schrebergarten verwandelt. Die Students for Future säen und pflanzen zwischen Audimax und Mensa. Viele Farben gegen den grauen Uni-Alltag. Seit über 5 Jahren verschönern Freiwillige hier den Campus der Universität Duisburg-Essen. So wie zum Beispiel Isabelle. Sie ist Teil der Hochschulgruppe Campusgarten und findet, dass das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit hier seinen Platz braucht. Das geht mittlerweile auch übers Gärtnern hinaus. Wenn wir jetzt uns umdrehen würden, dann würden wir sehen, die Mülleimer da hinten sind leider schon wieder ein bisschen voll. Das ist auf jeden Fall was, was den Studierenden auch auffällt. Wir haben deshalb auch angefangen, regelmäßig Cleanups zu machen. So alle 2, 3 Wochen mal, dass wir einfach gemeinsam den Campus abgehen und ein bisschen aufräumen. Ja, je nachdem, was gerade los ist, kann es schon mal sein, dass ein bisschen mehr rumliegt und dann helfen wir da gerade mit. Und das war's vom Studio 47 Wochenupdate. Viele weitere News, Themen und Geschichten gibt's unter www.studio47.de und natürlich in unserem TV-Programm. Täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende. Wir sehen uns.